Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wieder mit Noble Horst Champion am Start. Und leider kann ich euch die Startseite dieses wunderschönen Spiels nicht zeigen, da dort meine Anmeldedaten drauf sind. Und das wollte ich dann doch nicht mit reinnehmen. Aber schaut da auf jeden Fall mal rein, denn ihr werdet mit einem wunderschönen schwarzen Pferd begrüßt. Das ist echt grafisch richtig toll und richtig gut gelungen. Ich habe da mein Lob auch schon weitergegeben. Das kann man ja auf verschiedenen Seiten, Plattformen halt eben machen. Und da wurde sich auch schon riesig drüber gefreut. Ja, was ist neu? Wir haben seit dem 18. November dieses Update. Und zwar geht es jetzt darum, dass es möglich ist, das Spiel auf Handys und Tablets spielen zu können. Das war ja bisher immer ein Problem oder ging überhaupt nicht. Das funktioniert jetzt. Wenn es doch noch Probleme gibt, sollte man den Cache leeren. Das steht hier. Und wie man das macht, kann man halt eben weiter unten lesen, wird hier gesagt. Beachtet bitte, dass wir keine zusätzliche App im Store veröffentlicht haben. Noble Horst Champion bleibt über den Browser eures mobilen Gerätes spielbar. Okay. Wir haben dafür auch unser Design an einigen Stellen angepasst und aufgehübscht. Angepasst und aufgehübscht ist gut. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Dies war der Grundstein für eine tolle Funktion, die in einem folgenden Update released wird. Ihr werdet bald die Farben des Spiels selbst anpassen können. Auch cool. Also wer jetzt lieber, weiß ich nicht, lila mag oder orange oder grün oder so, der wird auch da wahrscheinlich dann fündig werden. In eurem Profil könnt ihr bis dahin schon mal euer Lieblingslogo auswählen. Euch erwartet ein komplett überarbeitetes Profil für euch und auch für Profile, die ihr euch von anderen Usern anseht. Sicherlich gibt es auf der einen oder anderen Seite noch optische Optimierungen, für das die das Spielergebnis abrunden werden. Dies werden wir in zukünftigen Updates immer wieder verbessern. Es war uns wichtig, diese Funktion möglichst schnell ins Spiel zu integrieren. Das war es aber noch lange nicht. Wie versprochen ist dieses Update etwas größer und so brauchte es auch ein wenig mehr Zeit, die sich aber gelohnt hat, definitiv. Das Wichtigste zuerst, es gibt 4 neue Paint-Farben. Diese findet ihr auch auf dem Banner der News. Hier findet ihr das halt eben, das sind die 4 neuen Farben, richtig schön. Ganz toll, also ich möchte die auch gerne haben. Eine ausführliche Übersicht zu allen Farben, Abzeichen und Checkungen aller Rassen folgt im nächsten Update. Super Sache. Von 90 auf fast 200. Wir haben nicht nur eine neue Trainingsdisziplin Fahren, sondern auch fast 100 neue Trainingswerte hinzugefügt. Wenn ihr eure Pferde nun trainiert, seid ihr bestens vorbereitet auf ein folgendes Update. Die Wettbewerbe. Haha, die kommen bald. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Achtung, sollte euer Pferd bereits vorher austrainiert worden sein, behaltet ihr die Funktion des Charaktertrainings. Die Werte werden bei einem erneuten Ausleveln jedoch nicht erneut ansteigen. Wir haben zudem 3 neue Charakterwerte und 3 neue Parameter für das zugehörige Training hinzugefügt. Auch die Fellfarbe haben wir nun aufgelistet. Sollte euer Pferd dort keine Fellfarbe stehen haben, handelt es sich um eine fehlerhafte Farbe, die aus dem Spiel entfernt wurde und auch nicht mehr weitervererbt wird. Da wir uns noch immer in der Alpha-Version befinden, bitten wir um euer Verständnis für diese Maßnahme. Als kleine Bugfixes haben wir noch die Vererbung des englischen Vollbluts angepasst, einen Fehler bei der Boxenaufwertung behoben und nun die Funktion eingefügt, dass euer Account nach 2 Monaten Inaktivität gelöscht wird. Somit können wir die Datenbank bereinigen und euch vergebene Zuchtkürzel und Gestütznahme wieder zur Verfügung stellen. Unser Spiel wird auch in Zukunft kostenfrei spielbar bleiben. Wir würden uns jedoch sehr über eine freiwillige Spende von euch freuen, damit wir uns weiterhin auf eine Weiterentwicklung fokussieren können. Den entsprechenden PayPal-Button findet ihr auf der Index-Seite. Wenn ihr euren Usernamen oder eure E-Mail-Adresse mit angebt, erhaltet ihr als kleines Dankeschön einen Badge. Dieser wird in eurem Profil unter Erfolge angezeigt. Bald ergänzen wir diese Seite um weitere Erfolge, die ihr auf Noble Horst Champion freischalten könnt. Dazu erhaltet ihr später mehr Informationen. Genau. Denkt dran, bei den News gibt es einen eigenen Tab, wo ihr alle kommenden Updates verfolgen könnt. Viel Spaß mit dem Update. Genau, ich bin hier auch unter News gegangen
Und da findet ihr halt eben immer alles, was sie Neues machen. Events, Entwicklerprotokolle, Updates. Das könnt ihr dort alles halt eben finden. Richtig transparent gemacht, also überhaupt kein Problem. So sieht das Ganze jetzt hier oben aus. Es ist viel größer, viel übersichtlicher gemacht, finde ich jetzt. Das ist alles nur meine Meinung. Mag sein, dass sie sich jetzt nicht unbedingt immer so mit eurer Meinung deckt, aber das ist so das, was ich halt eben sagen kann. Und ein Update meinerseits, was also meinen Stall betrifft. Ich habe jetzt zwei Ställe. Yuppie. Ich habe es also endlich geschafft, auf Level 9 zu kommen. Und habe natürlich direkt losgelegt und Boxen gekauft. Die sind natürlich dementsprechend noch nicht unbedingt so toll hochgelevelt, wie ich das halt eben bei dem ersten Stall habe. Dort habe ich jetzt die Stuten drin. Und in dem zweiten Stall die Hengste. Ich habe ja gesagt, entweder mache ich das nach Wettbewerben oder ich mache es halt nach Stuten und Hengsten. Und ich fand jetzt erstmal Stuten und Hengste zu trennen am sinnigsten. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal gemacht. Ja, da sind jetzt Windprinzessin, Hart, Ginny, Lady, Lene, Ayana, Winnie, Escada, Sandy, Cascada, Goldie und last but not least Edith. Und bei den Hengsten haben wir Filou, Rumpelstilzchen, Golden Sun, Simon, Seabiscuit und Grandioso. Ja, das ist auch für mich nochmal eine schöne Übersicht, was habe ich überhaupt an Pferden und das finde ich dann auch ganz gut. Es haben jetzt alle Pferde eine Box, was ja auch sehr wichtig für mich war und was auch gut ist, ich habe noch Platz. Wenn also jetzt eine neue Rasse mal reinkommen sollte oder so, ist es also kein Problem. Oder wenn ich irgendein ganz super tolles Pferd sehen sollte, habe ich 3 Stutenboxen frei und 4 Hengstboxen. Das ist eine gute Sache. So, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Dazu gehe ich mal, ja, nehmen wir mal Edith. Einfach, weil ich es jetzt kann und möchte. So, wir haben jetzt hier keine Fellfarbe stehen. Wahrscheinlich, weil die Farbe raus soll dann. Laut dem, was ich gerade gelesen habe, habe ich das so verstanden. Wobei Fuchs nicht unbedingt eine Fellfarbe ist, die jetzt unbedingt rausgehen sollte. Vielleicht wird das auch noch nachgepatcht. Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls das, wo ihr das halt eben finden könnt. Die Verwaltung sieht jetzt so aus. Da könnt ihr halt eben weiterhin alles auswählen. Und die Pflege ist jetzt auch viel, viel schöner geworden, finde ich. Und da komme ich super toll mit zurecht. Es war ja immer so, dass ich das Ganze auf der linken Seite hatte und immer so ein bisschen runterscrollen musste, wenn ich halt eben Sauberkeit der Box mal sehen wollte. Und das war so ein bisschen doof einfach. Jetzt, ich bin super happy damit, dass das jetzt so ist, wie alle anderen das eigentlich auch hatten. Schön übersichtlich. Genau, und dann, jetzt ist gerade noch alles in Ordnung. Wir können noch ein bisschen Zuneigung geben. Dann gehen wir mal auf weitere Dinge. Erfolg haben wir ja noch nicht. Potenzial ist weiterhin so geblieben. Die Energie wird euch hier angezeigt. Genau, und sie hat ja Potenzial für Rennen, auf jeden Fall 17, wow. Und das kann man natürlich beim Training dementsprechend anpassen. Hier seht ihr den Punkt Fahren, der ja jetzt dazugekommen ist. Finde ich gar nicht mal schlecht, dass man da noch ein bisschen was hat, wo man noch ein bisschen leveln kann. Sie ist aber noch in der Ausbildung. Deswegen machen wir das jetzt hier direkt mal. Mir fehlt halt manchmal auch leider so ein bisschen die Zeit, die Pferde wirklich zu trainieren. Und so ist es halt manchmal dann so, dass ja, es halt einfach ein bisschen dauert. Ja, am 1.12. kommt das nächste Fohlen. Und ja, Stammbaum könnt ihr weiterhin sehen, das ist geblieben. Nachkommen, da haben wir ja die Escada, das ist ja das erste Fohlen. Das behalte ich auch. Ja, und Stallgasse, da könnt ihr das alles sehen. So sieht das Ganze jetzt dann aus. Hier sind meine leeren Boxen. Und was ich auch schön finde, das Pferd, wo ihr gerade seid, wird euch hier nochmal extra angezeigt.
Viele bemängeln beim Training, dass man nicht unbedingt jetzt sehen kann, wie viel habe ich denn davon schon gemacht? Das ist eine Sache, wo ich auch sage, okay, das könnte man verbessern, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn es jetzt nicht so ist, dass man also hier auf Ausbildung geht und direkt angezeigt bekommt, ich habe so und so viel davon schon gemacht. Oder dass vielleicht ein Häkchen dahinter ist, wenn man es schon trainiert hat, dass man dann halt wirklich ja dadurch weiß, okay, ne, das habe ich fertig. Wir gehen mal auf Findprinzessin. Die ist ja austrainiert. Beziehungsweise fahren müssen wir bei ihr noch trainieren. Aber die Punkte hier, die sind ja alle schon austrainiert gewesen. Dann gehen wir einfach mal auf Fahren und trainieren sie mal in Fahren. Das ist auch eine schöne Sache, dass wir hier noch ein bisschen was machen können. Was ihr aber behaltet, ist auf jeden Fall die Möglichkeit, den Charakter zu trainieren. Wenn das einmal da war, könnt ihr da weitermachen und halt eben auch dementsprechend Erfahrungspunkte verdienen. Ja, das soweit zu diesem Update. Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Die Wettbewerbe, wie gesagt, kommen jetzt als nächstes wohl rein. Wie die ausschauen, darauf bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja, ihr könnt ja mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Update empfindet. Ich finde auch das neue Logo sehr edel. Finde, das macht viel, viel mehr her. Macht es irgendwie zu etwas Besonderem. Das auf jeden Fall. Und für mich ist auch das Spiel etwas Besonderes. Ich mache es sehr, sehr gerne. Ich zeige es auch sehr, sehr gerne. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf einen Kommentar von euch, auf ein Like, ein Abo, was auch immer. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Ciao.